So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario und wir befinden uns wieder in der Hauptstadt, hier weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, also, ja, hier halt einfach. Ja, da ich immer noch keine Ahnung habe, in welche Richtung ich eigentlich gehen müsste und wir letztes Mal die Grundsolyten kennengelernt haben. Und ich die Idee habe, wir könnten hier links lang gehen. Machen wir das mal. Nein, hat also mit den Grundsolyten nichts zu tun. Aber ja, schauen wir einfach mal. Wo geht's denn hier lang? Oder waren wir hier schon? Hier ist ein anderer Laden. Es hakt und... Ja, wir gehen erstmal... Oh Mann. Haken. Was ist denn hier drin? Also ein Laden, ja, aber was haben die so zu bieten? Ein Donnerblitz, Donnerzorn. Blitzschlag gegen alle Gegner. Du brauchst 20 Mythen für... Münzen, Mythen, genau. 20 Mythen. Vielen herzlichen Dank. 20 Mythen. Und was haben wir hier? Einen Superpilz. Stellt 10 KP wieder her. Was haben wir hier? Nein. Was ist das? Macht ihn bewegungsunfähig. Ja, genau. Dann nehme ich den Superpilz. Ebenfalls 20 Mythen. Vielen herzlichen Dank. So. Boah. Haken. So. Was haben wir denn hier drin? Hier drin. Außer, dass es hakt wie Sau. Hi, ich bin neu in der Nachbarschaft. Ich hätte nicht erwartet, dass es in der großen Stadt so hübsch und ruhig sein würde. Es hat mich zwar ein kleines Vermögen gekostet, aber ich glaube, das war es wert. Es ist nicht ein hübsches Häuschen. Für mich ist es das. Für mich nicht, es sieht hässlich aus. Nein, ist wirklich schön eingerichtet. Hey, du bist doch Mario, stimmt's? Wir sind gerade erst hier eingezogen. Wir haben ja erst alles ausgepackt. Es ist, als ob ein Traum wahr geworden wäre. Ein ruhiges und schönes Zuhause nur für uns. Ich bin so glücklich. Aber ich habe trotzdem nicht vergessen, dass nun traurige Zeiten herrschen. Ich versuche, meine Fröhlichkeit nicht allzu offen zu zeigen. Ja, wunderbar. Prinzessin Peach wurde entfernt, genau. Entführt. Lass mal wieder hier rausgehen. Moment, zwei Frauen ziehen in ein Haus, das abgeschieden und ruhig ist. Nein, wir spinnen diesen Gedanken nicht weiter. Na komm. Och, sag bloß, hier ist nichts drin. Oh Mann, ey. Es sah so aus, als wenn da was drin wäre. Oh Mann. Was ist denn hier drin? Die Häuser alle besuchen. Okay. Den großen Fisch da. Den schnapp ich mir. Hab grad Raupen geben die besten Köder. Du da, Fuzzipel, du bist mein Köder. Nur weil du angeln willst, soll ich der Köder sein? Das kannst du voll vergessen. Du spinnst wohl. Ich mag zwar eine Raupe sein, aber auch ich habe meine Rechte. Eine Raupe, die Rechte einfordert. Was? Club? Oh yeah, eine Kneipe. An die... Mein Gott, was auch immer. Ich habe jetzt keine Lust, mit denen allen zu reden. Was steht hier? Mittagsmenü, Seemanns Leibgericht, Pilz, Pasta, Muschelsuppe, Schrimpssalat. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu Schrimps steht, aber ich mag Schrimps nicht. Speichern. Ja, alles klar. La 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 la. Hier geht's nicht weiter. Da endet die Welt an einem Holzrand nach unten.
Hier ist nichts. Warte mal. Oh nein, jetzt sag bloß, mir ist gerade die Idee gekommen. Wo waren das? Nein, das war, ja. Die haben wir doch noch, oder? Ich mag sie zwar nicht sonderlich, aber mir ist gerade etwas eingefallen. Wir waren doch letztes Mal, ich war mir ziemlich sicher, dass wir zum Zug mussten. Deswegen werde ich da auch gerade nochmal vorbeischauen. Geht's hier runter? Sieht nicht danach aus. Boah. Ich habe eine Idee. Und ich habe 5 Minuten verplempert, bis ich, oder fast schon 6 Minuten, bis ich überhaupt die Idee hatte, weiterführend in dieser Richtung zu recherchieren. Ist hier der Zug? Ja, hier ist Casino, da sind die Grundzoolythen. Grundzoolythen! Ich finde den Namen ja putzig. Pass mal auf. Steine und so. Versuch's mal. Deckung! Ha! Oh Mann, hab ich lang gebraucht. Warte mal. So viel muss sein. Vielen Dank, Mario. Der Zug kann jetzt wieder fahren. Bitte einsteigen. Der Zug zum Klippenberg fährt gleich ab. Kommst du auch mit, Mario? Ja. Der Zug fährt gleich ab. Du solltest schnell einsteigen. Moment mal, Klippenberg? Klippenberg war doch ganz was anderes, dachte ich. Bitte als Herrschaften, wir fahren zum Klippenberg. Nun zum Klippenberg. Ting, ting. Okay. Also es scheint zumindest der richtige Weg zu sein. Vielleicht. Sieht zumindest schon mal nach Wüste aus. Ja. Angenehme Zugfahrt. Cooper darf natürlich nicht in die Kabine, der muss hinten draußen stehen. Schildkröten haben nicht dieselben Rechte. Kapitel 3. Wie der Wind der Wüste. Okay, hier ist richtig. Kapitel 3. Ha! Ich wollte schon sagen, ich rate mal, der Zug kommt hier gleich vorbei. Klippenberg! Klippenberg! Ja, was denn? Passagiere in Richtung staubtrockene Wüste oder staubtrockener Vorposten werden gebeten, von dieser Haltestelle aus den Klippenberg zu überqueren. Jawohl, im Klartext, wenn ihr hier angekommen seid, viel Spaß beim Bergwandern. Da ich ja ursprünglich aus... Da ich ja ursprünglich aus Oberbayern komme, ich bin zwar jetzt nicht der geborene Wanderer, aber in... Früher habe ich ziemlich oft gemosert, weil ich Berge... Ja, Berge, Hügel. Wenn es irgendwem was sagt, den Blomberg öfter mal hochgelaufen bin. Das sind 500 Höhenmeter oder so. Aber inzwischen... Ein Ei. Was hast du erhalten? Ei, ausgezeichnet. Ein Ei unbekannten Ursprungs stellt 5 KP wieder her. ...3 BP. Inzwischen kann ich mir das sogar recht gut vorstellen und Spaß dran haben. Also, denke ich mal. Also... Spazieren und wandern und so ein Zeug. Wie sieht es mit euch aus? Steigt ihr gerne auf Berge oder Hügel oder... Je nachdem, wo ihr wohnt, gibt es ja bei euch keine Berge, sondern Hügel. Ja, oh. Was ist hier? Na komm. Ja. Okay, den kann ich nicht kaputt machen. Wie sieht's hier aus? Nichts. Ja. Alles nochmal aufheilen. Ah, nein, verflixt. Wo kann er nur sein?
Oh, noch eine Schildkröte mit Flügeln. Oh, Verzeihung, Leute. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich war auf der Suche nach etwas und habe nicht aufgepasst, wo ich hinfliege. Moment mal, bist du nicht Mario? Doch, du bist es. Du bist der Mario. Ich grüße dich. Mein Name ist Paracarry. Ich bin ein Briefträger. Normalerweise bin ich die Zuverlässigkeit in Person. Ja, sicher. Aber momentan habe ich ein Problem wegen eines verlorenen Briefes. Ich muss ihn irgendwo auf dem Klippenberg verloren haben und jetzt kann ich ihn nicht mehr finden. Solltet ihr hier irgendwo über einen Brief stolpern, sagt mir doch bitte Bescheid. Mein Job steht auf dem Spiel. Inzwischen werde ich hier weitersuchen. Ja, mach das. Das heißt, wir spielen jetzt Briefefreund sozusagen. Eine Rutsche. Die müssen wir ausprobieren, oder? Juhu! Bei dem Steinboden wetzt er sich garantiert die ganze Hose weg. Naja, wurscht. Wow. Erster Angriff erfolgreich. Ja, machen wir einen normalen Sprung. Das dürfte reichen, hoffe ich. So, des Weiteren wurde ich freundlichst darauf hingewiesen von Mac162, dass ich doch demnächst meine Ordenspunkte erhöhen soll, da die zu den wichtigsten Punkten des Spiels gehören. Na gut, zu einem der drei wichtigsten auf alle Fälle, ne? Nein, aber er hat recht, die Ordenspunkte wollte ich sowieso erhöhen, aber ich bin halt eher so eine Art Lebenspunkte und für die Spezialattacken und bla, aber wenn man Orden hat dann und die dann nicht einsetzen kann, weil man nicht genug Ordenspunkte hat, ist schon elend. Und dann immer Level Up abwarten. Deswegen wird das nächste Mal wahrscheinlich sein, dass ich die Ordenspunkte aufwerte. Puh, jetzt habe ich gespoilert. Oh, schon wieder einer. Oh, nee. Eins, zwei, drei, vier. Sing. Okay, und du machst jetzt Special Attack. Power Panzer. Ach, ich hätte es andersrum machen müssen. Ich kann das irgendwie nicht timen. Das ist schrecklich. Ja. 1, 2, 3, 4, weg. Dum, 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 dum. So, und es fehlen noch 12 Sternpunkte. Wow. Au. Ha, getimed. So. Nein, das machen wir jetzt nicht. Nein. Was war denn das? Z. Was war jetzt Z nochmal? Ich vergesse es immer. Powerpanzer. Ja. Ich habe nichts, womit ich beide angreifen könnte, glaube ich. Ne? Fehlt auch. Kann man mit Ordenspunkten einstellen. Ha. Womit wir wieder bei Ordenspunkten wären. Das ist der Hammer. Hier kennst du ihn jetzt. Eigentlich mag ich Maulwurf. Maulwurf ist süß. So. Uns fehlen noch 8 Sternpunkte. Ein Honigsirup. Was macht der? 5 BP wiederherstellen. 5 KP, 5 BP. BP.
Schäfchen, was ist das? Den können wir wegschmeißen. Den Fruchttiegel. Ich lese da immer Fruchttiegel. Ich weiß auch nicht. Sag mal, wie viel kommen von den Viechern da? Ach. Ey. Ich bin schon irgendwo doof, ne? Ja, Powerpanzer mal wieder. Obwohl, warum eigentlich? Ich hätte ja... Komm, wir setzen mal...